So, Teil 5 von Knaller durchgenommen, Resident Evil 2. Ihr erinnert euch vielleicht, wir haben beim letzten Mal den Weg zum Uhrenturm freigelegt, haben dann aber gemerkt, es geht ja gar nicht weiter, weil Ja. uns noch das Zahnrad fehlt. Also auch wir haben da nicht mehr alles so im Kopf, was aber auch ganz gut ist. Was wir jetzt gemacht haben, wir haben schon mal ein bisschen wieder das Inventar leergeräumt, um jetzt zurückzugehen zu dem Vorhörraum, wo wir ungefähr wieder 10 Items liegen lassen mussten, wie zum Beispiel dieses Kraut auf dem Weg dahin. Und ich erinnere mich, da lag noch so ein komischer von diesen Spielsteinen oder Sicherungsdingern, den wir einsammeln müssen. Und das machen wir jetzt mal, nachdem Simon das Inventar wieder leer gemacht Ja. hat. Ja, es fühlt sich irgendwie, man fühlt sich so frei, wenn man entrümpelt hat in seinem virtuellen Es ist gut, gell? Inventar. Es ist total schön, wenn man da ein bisschen Ordnung geschaffen Einfach mal hat. alles wegwerfen. Ja. So, jetzt wieder geradeaus durch. Lustig, Hier dass das. ist der Untersuchungsraum. Da gehen wir jetzt hin. Ja. Verhörraum. Und sammeln alles ein. Ich glaube, da lagen noch drei Sachen. Ich glaube, da steht noch ein Erste-Hilfe-Spray auch auf dem Tisch. Wofür man das braucht? Was ist das andere Schwarze da unten nochmal gewesen? Da liegt noch was, oder? Alter. Und wir wussten, dass es passiert. Das ist trotzdem schlimm. Ja, aus der Die nächsten Nähe zwei Schüsse. halten gar Sehr nicht mehr gut. so viel aus, wie ich früher dachte. Ich hatte die Doch, große. die haben nur. Ja, also wenn du von wirklich aus nächster Nähe zwei Schüsse, aber Ja. die wieseln ja oft um dich rum und hast ja gesehen, mit der normalen Spritze Ja, stimmt. halten die. Es sind ja keine Hunter, aber die brauchen auch nur zwei Schüsse. Die kommen ja Also. auch relativ früh hier im Spiel, muss man sagen. Das Ja. ist ja auch fair. Weißt du noch, wo wir das Kabel Ja, brauchen? da können wir die Fenster runterlassen im Gang. Genau, in dem einen Gang, der auch von der Haupthalle abgeht, glaube ich. Aber irgendwie sollten wir vielleicht mal auf die Karte gucken, weil ich frage mich gerade, wo müssen wir denn mit den ganzen Figürchen jetzt eigentlich hin? Mit diesem König und dem Turm und dem anderen, was das noch Da haben war. wir noch keinen Raum gefunden, ja, wo das passt, Da? tatsächlich. Ich glaube, haben wir nicht noch einen Schlüssel? Nee, alle Schlüssel sind benutzt. Okay, dann. Hier haben wir auch noch Items liegen lassen in der blauen Tür hinter dir. Machen wir gleich. Der kleine Schlüssel ist auch immer noch. Genau, der war da, glaube ich, drin. Da müssen wir dran denken, dass wir den bei dem Spind benutzen, weil da ist mit Sicherheit eine fette Waffe Bei drin, dem oder? Spind. Ja, da war so ein Ah, Spind, ja, in auch dem wo auch eine einen Raum Kiste mit der war, Kiste, wo der genau. Dark Room auch ist, genau. Ja, sehr gut gemerkt. Na? Okay, Nee, den das Rest war hatten wir hier, glaube schon. ich, Ja, auch schon. alles okay. Und was war in der Tür jetzt hier draußen nochmal? Die ging noch nicht auf, oder? Moment. Ja, wir gucken gleich mal auf der Map nach. Da oben. Die ging, glaube ich, nicht auf. Da brauchen wir einen Schlüssel. Ja. Klapp, okay. Okay, dann. Ich guck gleich mal Jetzt bin hier. ich gerade. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt so nachdenken muss, wie es jetzt eigentlich gerade weitergeht. Okay, Genau, da klappt braucht man dann den da auch, Club-Key. haben wir Da auch auch. nicht. Wahrscheinlich, obwohl Was ist da hinten an der roten Stelle? Kommen wir da wir durch gucken oder gleich mal. nicht? Ich glaube, rot bedeutet einfach nur, man kann da nicht durch. Aber es irritiert mich auch, weil ich die ganze Zeit denke, es ist irgendwie eine Tür, die wir noch öffnen können. Schauen wir gleich So, mal gucken, ey. Ah, ich bräuchte eine Minimap. Ja, das stimmt. Okay, eigentlich so easy. Haben wir noch irgendwo was nicht gemacht gehabt? Ach, irgendwo ist doch immer so irgendein kleiner Kram. Krimskrams. Ist hier vielleicht auch noch ein Spind, den man irgendwie aufmachen Haben wir könnte? noch irgendein Item in den Schrank gelegt, was vielleicht so ein. Ja, wir haben drei immerhin von diesen Genau, von diesen Schachfiguren. Also das ist ja Figuren. auch, eigentlich müsste das schon was sein. Da Kurz ist. nochmal hier in die Ecke. Das hat man doch schon geholt, oder? Ja, Ach so, ich da in weiß, die Ecke. irgendwie das Gefühl, hier wäre noch was. Ich kann aber auch nicht meinen Finger drauf. Da, siehst du den Fax? Ach so, da waren wir schon. Die dumme Faxscheiße. Das kommt schon noch. Irgendwo kommt das. Wir waren auch immer noch nicht in dem Raum, wo uns der Typ am Anfang rausgeschickt hat. Da müssen wir ja auch irgendwo noch hinkommen eigentlich. Stimmt. Also der ist ja irgendwo direkt im Eingangsbereich. So, jetzt Naja. geradeaus quasi wäre noch eine rote Tür, die aber wahrscheinlich dann auch nicht aufgeht. Nee, die geht tatsächlich ins Klapp und Hart Herz. fehlt uns Okay, noch, okay. Herz und Klapp.
Okay. Dann gehen wir eben erstmal wieder. Ich glaube, wir brauchen jetzt ein Zahnrad oder einen der beiden Schlüssel. Ja. Und den finden wir mit Sicherheit irgendwo in dem nächstbesten Raum, den wir noch nicht angeguckt haben. Ich glaube nicht, dass wir was vergessen haben. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt noch irgendwas nicht angeguckt haben. Oder vielleicht müssten wir noch mal in die Halle zurück und müssten mal gucken, ob wir da alle Türen, die von da abgehen, schon abgeklappert hatten. Aber ich glaube, da waren wir gerade. Ich glaube, da waren wir gerade und das haben wir alles. Ich guck mal. So, das ist der untere Stockwerk. Genau. Grünen Schlüssel haben wir nicht, roten Schlüssel haben wir nicht. Ansonsten alles schon besucht. Mhm. Mit den Treppen geht es dann hoch. Siehst du, da wo wir jetzt gerade sind, da ist doch so eine Treppe. Ach, da bin ich gerade hochgelaufen, okay. Hier waren wir auch schon überall. Da ist der Glockenturm. Scheiße. Fuck. Und so saßen sie dann für ewig fest. Wo könnte denn so ein... Was war denn noch? Sein? Ist das ist der erste... Das ist jetzt Erdgeschoss? Ja. Hauptraum, links die ganzen Gänge, dann der erste Polizei, das erste Büro... Guck doch mal bitte, da war doch dieser eine Raum, wo diese zwei Schiebefiguren waren, die ich da so hingeschoben hatte. Davor war doch eine Tür, wo stand, dass sie versperrt ist und von der anderen Seite aufgeht. Wo ist denn die, in welchem Stockwerk? Weil ich wüsste gerne mal, wie man vielleicht die alternativ an diese Tür die dann Treppe. Da kommt. Wenn du die Treppe da hochgehst, oben links, landest du da? Kann das sein? Nein. Da müsste ja irgendwo noch ein Raum sein, den wir noch nicht betreten haben auf der Karte. Aber es gibt nur die drei Stockwerke, oder? Ja, ich weiß doch, was du meinst, da wo die Statuen. Das ist auf jeden Fall auf der linken Seite von der Map. Und vielleicht ist der Raum einfach wirklich nicht betretbar. Ach so. Aber ich bin jetzt auch ein bisschen verwirrt. Man denkt ja immer, man kann da dann auch rein. Aber das ist schon auf der linken Seite. Aber da waren wir überall. Rechts waren wir jetzt auch überall. Das ist jetzt der Punkt, an dem die langweiligen Folgen anfangen, weil wir jetzt erstmal drei Folgen lang nicht mehr wissen, was wir machen sollen. Man kann aber draufkommen. Man hat ja die Räume auch im Kopf. Ich meine, man weiß ja wirklich, was welcher Raum. Irgendwo haben wir irgendwas. Vielleicht müssen wir den Draht nehmen und müssen diesen Shutter zumachen. Vielleicht macht das noch irgendwas anderes. Ja, immer erstmal die Items benutzen. Okay, der Draht, das war hier, oder? Das ist, glaube ich, unten links der, okay. Dieser Gang, der da so um den Bogen geht. Okay, wie komme ich da hin? Ich habe eine Idee. Du kannst einfach jetzt geradeaus weiter und dann klettern wir diese Feuerleiter runter. Das war meine Idee. Gut. So. Entschuldigung, ich habe schon wieder das Pad in der Hand. Willst du spielen? Ich weiß gar nicht, wie das kommt, dass du schon wieder das Pad überhaupt in der Hand hast. Warte, ich steck mir noch kurz Kaugummi rein. Gesagt, auch nicht. Wenn wir eigentlich, Eddie, es ist eigentlich auch komisch, wir haben jetzt schon, das ist schon die fünfte Folge und wir haben noch nicht irgendwie zwischendurch mal einen Schweinebraten gegessen oder sowas, wie Eddie und Dennis schon gemacht hatten. Ja, nee. Sowas muss nicht sein. Das ist ekelhaft, oder? Das ist ja widerlich. Aber das liegt ja auch daran, dass der Denzel auch den ganzen Tag isst. Mhm. So. Jetzt bin ich aber gespannt, was passiert, wenn wir diese blöden Fenster runterrollen. Was soll denn da schon passieren? Ich glaube eigentlich, ich dachte, das ist nur, damit da nichts mehr durchs Fenster kommen kann. Aber die kamen ja auch nicht mehr, die Hände. Kam nur einmal. Na gut. Mann. Aber wir haben die Trete gar nicht dabei. Ja, okay, da ist ein Ja, Kiste. Genau, da ist ein Kistenraum nach vorne. Ich versuche die ganze Zeit noch irgendwie klarzukommen. Ey, warte mal, wo war denn eigentlich der. Man kommt doch irgendwann zu dem Kopf zurück. Ja, der ist ja eigentlich dahinter, hinter der. Hier, oder? Ja, und der ist immer noch von innen abgeschlossen. Aber auf der Karte ist er grün, weil du ja schon mal da warst. Aber eigentlich ist ja, der Raum heißt, immer noch... Ja, aber das heißt, ich müsste doch wieder hinkommen, wenn wir einfach da oben durchgehen. Ja, aber das ist das Komische. Geh mal, mach das mal ruhig jetzt gleich. Was machen wir jetzt? Ich habe versucht, schon die ganze Zeit in diesen Raum zu kommen und ich dachte, dieser eine große, da wo der Safe war, ich dachte, das ist der Raum, wo man am Anfang auch reinkommt. Und ich glaube, wir haben da einfach eine Tür wahrscheinlich ignoriert oder so und wir kommen dahin jetzt zurück und dann also geht dann da was wir, weiter. Haben wir ja noch eine Chance, auf jeden Fall. Das wäre cool. Aber wir haben den Draht ja eh dabei. Haben wir doch dabei. Okay. Weißt du noch, wo der Schrankraum Willst war? Du diese ja, den lasse ich da. Welcher Schrank? Der mit dem, wo wir den Schrank noch aufschließen wollen, mit dem kleinen Schlüssel. Bei der Dunkelkammer. Bei der Dunkelkammer, genau. Sonst noch was mitnehmen? Nö. Ach doch, komm, die nehmen wir mit. Ja, dann lass die Schrotflinte wegs da. Aber den Draht gebe ich doch gleich ab jetzt. Na gut. Nee, okay, hast ja recht. Ich muss mal kurz gucken, ob hier aufgeräumt ist. Es muss zumindest alles direkt hintereinander sein. Es dürfen keine Lücken dazwischen sein. So, jetzt können wir weitergehen. Ach, wenn unsere Mütter uns jetzt sehen könnten. Ja, die wären stolz auf uns, wie schön aufgeräumt das ist. Oder sie würden sich sehr schämen.
Jedes Mal, wenn ich meine Mutter irgendwie versuche zu erzählen, dass wir jetzt irgendwas Neues, dass ich beruflich irgendwas Neues machen will, ein bisschen was anderes, dann sagt sie jedes Mal so, oh Gott, endlich, das ist aber auch, wisst ihr, auch zu alt für den Quatsch. Und sie hat nie zugehört, dass ich eigentlich nur sage so, ey, wir machen jetzt irgendwie mehr in die und die Richtung oder die. Und sie, jedes Mal denkt sie, ich höre jetzt endlich auf damit. Wie traurig, gell, wenn die eigene Mutter einem immer wieder zu verstehen gibt, Junge, willst du nicht mal einen anständigen Job suchen? Naja. Geld. Die haben da nicht so den Zugang zu. Ich glaube, das habe ich hier nie so ganz gerafft, weil ich glaube, hier fliegt nämlich nachher auch gleich wieder die Sicherung raus und dann ist das alles wieder hinfällig, was man da gerade gemacht hat. Ich kann es mir gerade auch nicht erklären, was das bringen soll. So, jetzt weiter quasi noch einmal oben rum, hinten durch die Tür und dann runter und dann kommt man wieder in den Raum rein, der verschlossen ist. Na gut, dann mach das mal. Und immer schön mal hier an der Wand gucken. Nö, da ist nichts, gell? Das verstehe ich gerade nicht. Das kann doch nicht nur für die Hände sein. Ich weiß nicht. Zumal das hier doch, glaube ich, der Gang ist, wo die Hände rauskommen. Ja, du hast recht. Na, vielleicht kommen später noch normalerweise welche so Licker oder so durchs Fenster. Das kann sein. Hier brauchen wir, glaube ich, nicht mehr rein. Da waren wir am Anfang schon. So, jetzt nach rechts und dann kommen wir doch dahin. Geh erstmal in die Dunkelkammer. Ist sie hier? Ja, die ist genau geradeaus jetzt. Um die Biege. Ah ja, perfekt. Dann können wir echt den Schlüssel endlich auch mal weg haben noch. Das irritiert mir. Das mag ich nicht. Was ist da jetzt drin? Items habe, die ich nicht mehr brauche. Als nächste Waffe. Da ist hier links auf jeden Fall erstmal die. Genau. Ich weiß nicht, was da drin sein könnte, aber ich meine, das scheint schon wichtig zu sein. Muss nur, glaube ich, nur klicken. Ach. Geht gar nicht. Okay, ich dachte, es geht. Ja, dann nicht. Jetzt haben wir diesen blöden kleinen Schlüssel. Was mit dem? Dann brauchen wir noch ein Desk irgendwo, was noch abgeschlossen ist. Und da ist dann das Zahnrad drin. Du wolltest hier links. Was? Du wolltest hier links. Ach ja, du hast vollkommen recht. Die Räume. Ich glaube, da hast du eben einfach die Tür nicht gesehen dann. Da geht's nämlich hier. Naja, da war ich aber. Ging die vielleicht nicht auf? Nee, da war ich. Denn das ist doch der Raum, wo der Typ jetzt wieder liegt, da bin ich mir ganz sicher. Wahrscheinlich haben wir sind wir nicht hingegangen und haben das nicht getriggert dann. Scheinbar bist du nicht hingegangen. Krass. Ja, du hast völlig recht, aber ich hätte schon können, wir sind nicht. Hä, ich könnte auch wetten, du hättest die Tür aufgemacht. Aber umso besser, dann gibt's ja gar kein Problem, wir sind immer noch super. So, hier liegt nämlich jetzt ein Typ. Und da, der hat keinen Kopf mehr. Da drin ist jetzt der Typ, der gestorben ist. Hallo, ich sammle erst. Ach, geht gar nicht. Ja, ich hab's gerafft. Alter, wie nah er einfach gleich mal an mir steht. Das geht auch innerhalb von Sekunden, ist der zum Zombie geworden. Ja! Ja, yeah, den Herzschlüssel. Der fucking Herzschlüssel. Herz, ey. Herz. Ja, da freue ich mich. Dann nochmal schön alles abgrasen und dann aber, siehst du, da haben sie die Partyhüte. Schön für die Party alles vorbereitet. Das ist echt traurig. Brrrt. Erster Tag im Job. Geil. Mal wetten, dass wir gleich noch was finden, was wir wieder nicht mehr mitnehmen können jetzt. Da, jetzt kommt erst die Notiz noch. Promise to take good care of you. Da mal erstmal die Tür noch auf. Welche? Die verschlossene. Wo? Da, links. Da bin ich doch gerade reingekommen, oder? Nee. Das ist die. Genau. Hast recht. So. Das sind so befriedigende Geräusche total. In diesem Spiel. Ja, geil! Gut, dann jetzt mal auf die Karte gucken, wo wir den Herzschlüssel brauchen. Also, als erstes natürlich hier rechts. Rechts? Ich glaube, das ist die einzige Tür. Das ist ja echt nur eine. Krass. Ja, perfekt, dann gehen wir gleich rüber, oder? Ja, direkt schön hier durch die, genau, durch die Abkürzung. Ich könnte mir vorstellen, dass dahinter dieses Schachbrett ist für die diversen Figuren, die wir schon eingesammelt haben oder was immer das war. Ich weiß nicht, ob es ein Schachbrett war. Wollen wir die gleich mitnehmen oder wollen wir erst mal gucken? Vielleicht kommt da ja noch eine Kiste dazwischen. War da oben jetzt eine Tür oder bin ich jetzt blöd? Da ist keine gewesen, oder? Nee.
Das Spiel kommt mir auch gar nicht so krass anstrengend vor, jetzt im Hinblick auf dieses Item. Also es ist schon ein bisschen nervig, aber ich hatte es irgendwie schlimmer in Erinnerung. Oder es spielt sich einfach leichter, wenn man es zu zweit spielt. Das und auch, dass man natürlich die unendliche Erfahrung hat, ganz viele Versuche, die sich in dein Gehirn eingebrannt haben, stimmt. Ob du willst oder nicht. Aber es werden sicher noch Rätsel kommen, wo man davor sitzt und denkt, fuck, das lief doch mal, wie ging das denn, wie ging das denn? Ah, hier gleich wieder rein. Also alleine, man ist ja am Anfang da durch, man hat erstmal nichts gerafft und dann ständig war irgendwas, was man übersehen hatte und später erst gerafft hat, ja, sich für Figuren schieben und so, das ist ja noch einfach, aber früher hat man das gerne noch mal vergessen. Ja, yeah. Schön. Schön weg mit dem Schlüssel. Oh. Ob hier jetzt was Schlimmes kommt? Ja, du hast ja zum Glück alles Wichtige dabei. Naja, ich habe 4 Schrotflintenschüsse. Ja, aber also schieße ich erstmal aus Schreck 3-mal daneben. Denk dran, ja, wenn du sicher bist, gedrückt halten. Wenn du unsicher bist, drücken. Ach, du machst das schon. Gut. So, ja, auch das Relief von einem Zombie sozusagen. Mit Kopf. So, da hinten ist noch eine kleine Tür, die wir wieder nicht aufkriegen, weil wir den Schlüssel nicht haben. Oh, wenn da mal nicht irgendwas Ekelhaftes passiert. Ach, hier hätte, wahrscheinlich hätten wir die Träte eher hier benutzen sollen. Nein, du hättest dahin machen müssen, gell? Ja. Scheiße. Ja, wir waren doof. Haben wir die falschen... Ach. Hier schön, wo die ganzen offenen Fenster sind. Das ist aber auch gemein. Das ist ein bisschen, um jetzt, du hast, glaube ich, schon mal in der vorherigen Folge Maniac Mansion zitiert. Da ist es ja auch total unfair. Da gibt es nämlich auch Farbflecken an Wänden, wo du diesen Farbentferner benutzen kannst, wo es nichts bringt. Du brauchst es aber oben an der einen Tür. Und wenn du es dann nicht mehr hast, dann ist das Spiel halt gelaufen. Also hier passiert doch bestimmt jetzt was Schlimmes, Simon. Da müssen wir uns nichts vormachen. Da ist noch Schrotflintenmunition, die ich nicht einsammeln kann. Dann muss ich das Kraut noch dazu mischen. Na gut, aber dann wirklich nur im Notfall nehmen. Sonst ist es ja echt Verschwendung. Du weißt doch, dass er am Schluss total viel übrig hat. Dann. Egal. Okay. So. Ach ja, richtig. Ich kann jetzt nur... Runter? Runter? Das ist doch gut. Runter ist okay. Das ist gemein. Die geben dir ein Item, die Kabel und zweimal so Fenster. Mhm. Bin sehr gespannt. Ich weiß echt nicht... Keller, Achtung! Licker! Warte einfach. Bleib einfach hier stehen. Und warte ruhig, bis der ein bisschen näher ist noch. Der wird jetzt gleich zur falschen Zeit wieder kommen. Wahrscheinlich kommt er von der Treppe gleich von hinten. Direkt von oben auf den Kopf. Ah, der hängt bestimmt an irgendeiner Ecke fest. Kommt er da einfach. Da! Ein Hund auch noch! Hund. Pass auf, die halten viel aus. Warte, bis sie nah sind. Alter. Das war zu nah. Ja, danke. Ey, unfassbar gut gespielt. Der ist tot. Ich weiß nicht, ob ich lieber die Pistole nehmen würde. Irgendwie irritiert mich denn die Tasten komisch zum Abbrechen und Bestätigen bei dem Spiel. Das ist typisch japanisch. Rot ist dann irgendwie nicht wie bei uns raus, sondern das bedeutet eher bestätigen. Und X, was bei uns bestätigen bedeutet, heißt bei denen raus aus dem Menü. Das ist strange. Unterschiede. Die kleinen Unterschiede. Die machen ja das Leben auch erst lebenswert. Ey, du wirst ja nicht treffen, gell? Sag ich jetzt schon. Wieso? Weil du zu hoch schießt. Du kannst quasi nur treffen, glaube ich, wenn... Oder versuch's mal. Aber ich glaube, du kannst sie nur treffen, wenn sie springen. Oder wenn du nach unten zielst. Es ist halt auch nicht so geil. Er kommt halt garantiert wieder genau dann, wenn ich jetzt... Toll. Ja, ist auch keine gute Position zum Schießen. Och, es ist auch noch in beide Richtungen offen. Fickt euch. Oh, noch zwei! Hau ab! Achtung, Energie brauchst du gleich. Warte aber noch. Ey, willst du echt... Ja! Ey, wie unfassbar langsam er sich einfach umdreht. Schießen! Mehr schießen! Ich sehe halt auch nichts, weil es so stockdunkel ist. Er ist tot, oder? Ja. Oh. Du hast übrigens... Ja, noch... Nee, komm, warte noch. Einmal beißen reicht noch. Mann! Weißt du, wie du denkst, da ist einer 2 Meter entfernt, in Wirklichkeit sind 2 10 Meter entfernt. Mhm. Weil der Ton immer gleich ist. Ja, jetzt kommt der andere wieder nicht. Ach. Das ist furchtbar.
Das ist doch extra so gemacht. Jetzt kommt er angerannt. Wo denn? Nee, doch nicht. Komm nicht angerannt. Scheiß Vieh. Da hinten. Nee. Ich weiß es nicht. Der kommt eh gleich. Mach dir keine Sorgen. Gleich fällt er dich um die Ecke an. Ey. Ich gucke erstmal auf die Karte, wo hier Türen sind. Also hier ist schon überall. Mal eine. Das ist jetzt wieder ein neuer Abschnitt, deswegen können wir auf der Karte nicht mehr das genau alles einsehen. Ich glaube, jetzt kommen wir dahin, wo bei Resident Evil 1.5 in der Tiefgarage der Gorilla, der Zombie-Gorilla kam. Uiuiui. Der ist hier aber nicht. Boah, hier nicht. Sieht auch anders aus. Oh. Oh, geil, Ada Wong. Uiuiui. I've been trying to find another way inside. If we work together, we can move this thing. Give me a hand here, will you? Komm. Verlassen wir langsam die oberen Etagen. Mhm. Jetzt. Die Frage ist jetzt, gehen wir jetzt hier schon weiter oder gehen wir nochmal zurück in den Hundeflur und gucken, was es da noch so gab? Na gut, da ist ja natürlich noch... Da sind ja noch diverse Türen gewesen. Da ist bestimmt noch ein Raum, der auch zum Speichern mit einer Kiste ist. Ja, ich denke hier... Ich glaube, wir gehen erst nochmal zurück, oder? Ja, ich denke, hier kommen wir schon noch früh genug hin. Kommt sie jetzt mit? Das ist eine gute Frage. Vielleicht... Oh, ich kann nichts mehr schleppen. Blöd. Ja, komm, ist ja egal. Du bist eh zurück. Weiß gar nicht, ob die jetzt hinterherläuft oder ob es jetzt gleich heißt, wir müssen durch die Tür. Der Freund, der Hund. Ob ich mal schießen soll? Nee, man hört ja, wenn er rennt. Okay, da komme ich nicht rein. Okay, jetzt kommen langsam nicht mehr normale Schlüssel, jetzt kommen schon die Karten. Aber es klingt schon nah. Da ist er ja. Jetzt ist er sauer. Jetzt brauchst du, glaube ich, noch ein, zwei Schüsse. So. Sehr schön. Das ist mir eine Genugtuung. Jetzt wird nicht mehr getapst. Oh, und auch noch Platz. Cool. Immer schöner wird's. Zahnrad. Sag ich. Meinst du? Nee. Könnte sein. Sieht aus wie ein Raum, wo man ein Zahnrad finden könnte. Oh, oh, cool. Schön. Ah. Ah ja, das ist so ein kleines Rätselchen. Das ist eigentlich ausprobieren. Mal es ab, darf nicht ab. Über 80? Genau, es muss genau auf 80 landen. Jetzt down. Ach so, es muss genau 80 sein. Ja, okay. Ich glaube schon. So easy.
Habe ich nicht, habe ich tatsächlich nicht gewusst, jetzt war Zufall. Wir haben natürlich jetzt immer noch nicht diese Karte dafür. Aber der Card Reader dürfte jetzt wieder funktionieren. Ja. Geh doch mal bitte in die andere Richtung, ich will wissen. Was da noch? Ja, ich gehe da jetzt außen rum einmal noch. Da ist bestimmt noch was. Ein Kräuterchen, das benutze ich gleich dann. Ja, richtig. Richtig. Use. Ja, können wir hier, glaube ich, wieder raus. Karte. Okay, da hinten ist noch eine gelbe Tür, noch die grüne. Ja, da drüben sind die Arrestzellen, von der auch gerade gesprochen wurde, wo dieser Ben ist. Genau, hier kommen wir nicht rein. Hardware, okay. Hier vorne müsste jetzt theoretisch ja auch, weil es auch grün blinkt, das mit diesem Club-Key verschlossen sein. Ja. Okay, den haben wir eh noch nicht. Den haben wir nicht. Das sind noch zwei in der Polizeistation. Und hier, da ist noch was Gelbes. Oh, ja. Und hinten ist noch eine Treppe, die wir runtergehen können. Erstmal, nee, da sind wir hochgekommen. Erstmal rechts noch das Gelbe. Da ist auf jeden Fall noch was Spannendes. Und dann können wir eigentlich schon fast mit Ada Richtung Arrestzellen. Wo wir dann wahrscheinlich auch irgendwann Schluss machen müssen. Nach Hunde. Ach, jetzt sind wir wieder draußen. Es ist so nervig. Tap, 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 tap. Patap, patap, papadap, papadap. Doch nicht. Ey. Ah, nee, nee. Ich sag dir nichts. Was denn? Sag's mir bitte. Die sind auf der anderen Seite vom Zaun. Alter. Ja, aber die springen rein. Das wollte ich noch sagen. Boah, ich kotz. So. Was hast du jetzt davon, du Scheißvieh? Jetzt muss ich leider die Schrotflinte nehmen. So. Schön. Und das alles für? Ach so, hier, ja, das macht, glaube ich, noch keinen Sinn jetzt. Wieso? Ja, weil da geht es noch weiter in die Kanalisation runter. Okay. Oder, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ja, ich weiß es offen gesagt auch nicht. Aber ich habe auch immer Schiss, ich möchte bei Resident Evil nie in die Kanalisation runtergehen. Weil da die Spinnen sind, Spinnen und Licker und eklige Viecher und so. Mal kurz einen kleinen Sneak Peek. Echt, jetzt sollen wir wirklich gucken? Ganz kurz mal gucken, was da unten ist. Wenn wir überhaupt runter können jetzt. Ja, können wir, glaube ich. Nur ganz kurz. Ja, wir drehen uns sofort wieder um dann. Ja, wir müssen ja eh jetzt die Story weiterverfolgen. Ja, oder hier geht's weiter, man weiß es ja nicht. Nee, kann ja eigentlich nicht sein wegen Ada. Also da geht's auf jeden Fall weiter, aber eben später erst, glaube ich. Vorne links wäre eine Tür. Ach komm. Die benutzen wir jetzt, das ist nämlich bestimmt ein Speicher- und Dingsbumsraum. Ja, das ist es auch. Glaube ich nämlich auch gerade. Es war nämlich jetzt lange keiner mehr auf dem Weg. Die Musik auch schon. Ja, man hört es gleich, perfekt. Das heißt, wir holen uns jetzt hier mal so ein Bändchen raus. Ich schaue mal auf die Uhr. Ja, es wird auch Zeit, dass wir mal zum Ende kommen mit dem Teil jetzt. Haben wir noch ein einzelnes irgendwo? Ein einzelnes haben wir nicht mehr. Nee, wir müssen zwei nehmen. Nimm ruhig den langen Weg. Ich dachte, ich guck, vielleicht ist da noch irgendwas versteckt. Zwischen deinem letzten Mal und diesem Mal, oder was? Ey, dieser kleine Scheißschlüssel. Ja, ich brauche den aber, oder? Komm, den brauchen wir doch. Ja, du hast recht. Ja, vielleicht... Vielleicht, weiß nicht, vielleicht haben wir auch irgendwo einfach was übersehen und schleppen den jetzt ewig mit uns rum. Aber ich würde den schon gerne benutzen. So. Brauchen wir nicht wenigstens kurz noch was hinter in diesem einen Zellenraum ist? Aber dann haben wir nicht gespeichert dann. Jetzt haben wir ja gespeichert. Achso, du meinst einfach nur so gucken, aber trotzdem nächstes Mal dann wieder hier anfangen? Achso, nee, okay. Verstehst du die Problematik, gell? Ja, ich verstehe die Problematik. Na gut, wir gucken. Ich würde sagen, ja. Ja. Nee, sag du, wir gucken was? Wir gucken gleich mal, also im nächsten Teil, was in der Arrestzelle ist und was uns der Journalist, den Ada da sucht, den mitzuteilen hat. Journalist, so, genauso Journalist wie wir Journalisten. Ja, genau, das ist ungefähr, ist wahrscheinlich auch ein Spielredakteur. Wir suchen immer noch Chief Irons, den Polizeichef, und da sind noch eine Menge Leichen im Keller. Wir brauchen noch den Club-Key, wir müssen wissen, wo wir mit den Schachfiguren hin müssen. Ach, stimmt. Also da steht noch einiges auf dem Zettel. Die Kotknödel,
Die müssen auch noch, die müssen ja 60 Minuten in heißem Wasser, bis sie die richtige Codefarbe haben. Und dann gehen damit die Bodenbelege auf. Dann kann man in die Wand rein. Genau. Das ist ja auch nochmal ein Areal. Und vieles mehr. Ja, beim nächsten Teil dann vielleicht. Oder beim übernächsten. Und vielleicht auch nie. Vielleicht gibt es der letzte Teil. Vielleicht ist es auch der letzte Aber Teil. Aber ist Schluss jetzt, oder was? Mal gucken. Wär auch mal gucken, konsequent. Wie damit klarkommt. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.